Oval Racing beweist heute wieder mal, dass sie absolut zu den Spitzenteams in der VLN gehören. Sie starten heute von der Pole. Nico, wie wichtig ist das, von Platz 1 bei einem 4-Stunden-Rennen dann zu starten? Grundsätzlich ist erstmal nicht so wichtig, weil beim 4-Stunden-Rennen, wir haben Boxenstops, das Auto muss sehr konstant laufen, da kommt es auf andere Dinge drauf an. Für uns war jetzt die Pole aber sehr wichtig, weil die letzten paar Wochen waren sehr hart, wir mussten viele Tiefschläge hinnehmen und das Erfolgserlebnis war jetzt einfach mal gut, hat dem ganzen Team gut getan und deswegen freuen wir uns jetzt auf das Rennen von der Pole aus. Startfahrer Christian Hohenadel im Rowe Racing SLS ist also direkt hinter dem Führungsfahrzeug. Das schert aus und das Rennen ist freigegeben. Hohenadel kann beim Beschleunigungsduell seine Führung behaupten. Am Ende der ersten Runde folgt der erste Angriff auf den Rowe SLS. Zu dritt nebeneinander geht es Tür an Tür über die Döttinger Höhe. Dabei fällt Hohenadel auf Platz 2 zurück. Doch der FIA GT3 Europameister von 2010 lässt sich nicht abschütteln und kämpft sich wieder zurück auf die erste Position. Die Führung währt jedoch nicht lange und erneut wird Hohenadel bei einem Windschattenduell überholt. Kurze Zeit später wird das Rennen aufgrund eines Unfalls mit der roten Flagge unterbrochen. Nach einer längeren Unterbrechung wird das Rennen jetzt also doch noch fortgesetzt und Nico Bastian wird aus der ersten Reihe in den zweiten Teil des Rennens starten und damit hat Rowe immer noch beste Voraussetzungen, heute einen Sieg einzufahren. Für den zweiten Teil des Rennens hat Nico Bastian Platz im Rowe SLS genommen und kann beim Restart seine Position verteidigen. Doch eine Runde später fällt er auf Rang 3 zurück. In einem packenden Duell mit einem BMW wird der Rowe SLS umgedreht und Bastian verliert wertvolle Zeit. Nico, du wurdest von der Konkurrenz getroffen von einem BMW. Wie schwerwiegend ist das für euer letztendliches Ergebnis? Ja, die Stoßstange ist ein bisschen gebrochen. Ich musste mich einmal umdrehen, dann werden die Fahrtrichtung stellen. Das hat Zeit gekostet und das Auto ist jetzt nicht mehr in der besten Form. Aber es läuft noch und wir rollen noch mit, weil das mal das Wichtigste ist. Trotz schneller Rundenzeiten kann Schlussfahrer Michael Zehe den Rückstand auf die Spitze nicht mehr aufholen und wird im Ziel schließlich als Elftplatzierter gewertet.